Jo moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich wollte euch erstmal vorstellen, ich wohne ja näher Paderborn hier und ich bin ja, wie ihr wisst, US-Sportfan und in Paderborn gibt es auch US-Sport zu sehen. Drei US-Sporten sind da vertreten. Einmal American Football, dann Basketball und Baseball. Los geht's, fangen wir an mit den American Football an, mit den Paderborn Dolphins. Offizieller Name AFC Paderborn Dolphins e.V. Der AFC Paderborn Dolphins e.V. ist ein deutscher Sportverein für American Football und Cheerleading aus der ostfriesischen Stadt Paderborn in Nordrhein-Westfalen. Das Team wurde im Jahr 1991 gegründet und ist seit 1992 eingetragener Verein. Das Team hat etwa 320 MitgliederInnen. In den Jahren 2004, 2005, 2008, 2014 und 2021 gelang dem Team die Perfect Season, also ungeschlagene Saison. Und das sind die Stats dazu. AFC Dolphins, Paderborn Dolphins, Stadt Paderborn, gegründet am 15.09.1991. Die Teamfarben sind Schwarz-Gold und Liga 2023 die ERIMA GFL, also die German Football League. Größte Erfolge sind Aufstieg in die German Football League 1997 und 2022. Aufstieg in die German Football League 2, also die zweite Football Liga in Deutschland, 2014. Und Meister der Regionalliga West, also der dritten Liga, was im Fußball die vierte Liga ist, im Football die dritte Liga, 2014 und 2021. Kommen wir nun zum Stadion. Name Hermann-Löns-Stadion. Im Ortsteil Schloss Neuhaus von Paderborn. Adresse Hermann-Löns-Straße 127, 33104 Paderborn. Eigentümer ist Stadt Paderborn. Spielbelag ist Naturrasen und das Stadion hat eine Kapazität, das Hermann-Löns-Stadion, von
11.723. Die Heimspiele finden während der Football-Season von April bis September im Hermann-Löhn-Stadion im Stadtteil des Neuhaus statt. Durchschnittlich sehen 800 bis 1000 ZuschauerInnen die Spiele. Das war das AC Paderborn Dolphins Football Team Paderborn. Weiter geht es mit Basketball. Offizieller Name: Unibasket Paderborn. Die Unibasket Paderborn sind ein professionelles deutsches Basketballteam aus Paderborn, deren Spielbetrieb seit 2002 von der Paderborn Basket Team GmbH organisiert wird. Der Betreiber und Jugendsport wird vom Paderborn Basket 91 e.V. organisiert. Die Unibasket Paderborn, Gründung im Jahr 1991. Halle ist das Sportzentrum Marktbahnplatz, ca. 2500 Plätze. Homepage paderborn-basket.de. Und in der Liga spielt man die zweite Basketball-Bundesliga, also die Barmer Pro A. Und die größten Erfolge sind Deutscher Meister U14 2011, JBBL, also Jugendbasketball-Bundesliga, Deutscher Meister 2012 und Grünes Band 2006, 2013 und 2020. In der Vergangenheit trat das Team unter verschiedenen Sponsorennamen an. Zuletzt bis April 2012 als Webmobil Basket. Webmöbel Basket. Von der Saison 2012-13 bis zur Saison 2015-16 trat das Team unter der Bezeichnung Finke Basket an. Seit 2016 ist die Universität Paderborn der Namensgeber des Teams.
die nun unter Unibasket Paderborn in der zweiten Basketball-Bundesliga Pro A antritt. Seit 1984, damals noch als WBC Paderborn spielt, das Team immer mindestens zweitklassig. Die größten Erfolge der Teamgeschichte waren die Teilnahmen in der Basketball-Bundesliga in der Spielzeit 1994-95 sowie von 2006 bis 2010. Seit 2010 gehört sie wieder der zweithöchsten Spielklasse Pro A an. Das war's also mit dem Unibasket, also dem Basketballteam aus Paderborn. Jetzt kommen wir zu dem Baseballteam in Paderborn. Baseball. Offizieller Name: Untouchable Paderborn. Untouchable Paderborn, gegründet 1990. Vollständiger Name: Untouchable Paderborn Baseball Club e.V. Spitzname: US. Vereinsfarben sind grün, gelb, schwarz. Liga ist die Baseball-Bundesliga seit 1996 sowie die Divisional Nord, ebenfalls seit 1996. Ballparks, also die die Untouchables spielen im Ahorn Ballpark in Paderborn. Hier eine Karte, ein Bild, wo das liegt. Da sind 1200 Plätze und MitgliederInnen sind 311. Stand August 2013. Die Webseite heißt www.untouchables.eu. Der Untouchables Paderborn Baseball Club e.V., auch Paderborn US, ist ein deutscher Baseballverein. Das erste Herrenteam des im ostwestfälischen Paderborn beheimateten Teams spielt seit 1996 in der Bundesliga des DBV. In ihren
ersten 10 Jahren in der ersten Liga konnten sich die US 6 Meistertitel sichern, davon 5 in Folge 2-1 bis 2005. Damit haben die US die zweitmeisten Meistertitel hintereinander. Der Rekordmeister Mannheim Tornados in der Geschichte der Baseball-Bundesliga errungen. Neben der erfolgreichen Herren-Baseball-Abteilung hat der Club auch eine Nachwuchs- und Softball-Abteilung. So, das war's auch von den Baseballern mit der Vorstellung in Paderborn. So, das war's von der Vorstellung der US-Sportarten, die es in Paderborn hier in der Ecke bei mir gibt. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach unten da. Vergesst kein Abo. Dann nehmt es das Glöckchen, das nicht vergessen zu aktivieren, das verpasst ihr keine Benachrichtigung auf diesem Channel. Bis dann. Ciao.